Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über 6 Tipps, wie du schnellstmöglich einen Monsterpickel beseitigen kannst. Ja Leute, wie man vielleicht sehen kann, aus gegebenem Anlass habe ich mir gedacht, passt dieses Video doch wie Arsch auf Eimer, ich muss auf jeden Fall dazu ein Video machen. Denn auch ich bekomme hin und wieder mal einen Pickel, ja, und wenn ich dann einen Pickel bekomme, dann ist es so ein riesengroßer Monsterpickel. Wie dieser hier, ja? Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr zum Beispiel so einen Atompickel bekommt, ja? Und man sieht ihn noch gar nicht, aber man geht so langsam mit dem Finger oder so drüber und man spürt schon direkt so, wow, fuck, das tut richtig fucking doll weh. Und man denkt so, bitte, 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 komm nicht raus, ja? Und dann, tada, ist dieses riesengroße Teil doch da. Und dann ist es natürlich wichtig, wie man mit so einem Riesenpickel umgeht und was man tun kann, damit dieser richtig, richtig schnell wieder weggeht. Deshalb heute meine SOS-Notfalltipps, um einen Riesenpickel zu bekämpfen. Als allererstes, Leute, nicht anfassen oder ausdrücken. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, ja? Gerade wenn dieses Teil so unfassbar doll wehtut, ja? Man will es einfach nur weghaben und am liebsten will man das direkt ausdrücken, ja? Aber Leute, nicht ausdrücken. Was dann schlimmstenfalls noch passieren kann, es wird noch schlimmer, der Pickel entzündet sich, es wird noch roter oder röter als vorher, ja? Und man hat gar nichts gewonnen. Anschließend, wenn man das dann gemacht hat, ja, dann denkt man nur so, oh fuck, Mann, du Vollidiot, warum zur Hölle hast du diesen Pickel jetzt ausgedrückt? Jetzt ist es nur noch schlimmer. Also auf gar keinen Fall anfassen oder ausdrücken. Tipp Nummer 2, viel Wasser trinken. Ja, Leute, viel Wasser trinken ist einfach entscheidend. Ja, ist generell gesund. Ja, du solltest auf jeden Fall immer 3 bis 4 Liter am Tag trinken. Aber gerade wenn du so einen Monsterpickel hast, ist das wirklich entscheidend. Was macht Wasser? Wasser spült die ganzen Giftstoffe aus deinem Körper heraus und fördert neue, gesunde Haut. Also gerade wenn du einen fetten Pickel hast, ja, versuche viel Wasser zu trinken. Tipp Nummer 3, kein Alkohol und keine Kippen. Leute, ganz einfach erklärt, wenn ihr Alkohol zu euch nehmt, ja, oder wenn ihr raucht, ja, dann schadet das nicht nur eurem Körper, sondern natürlich auch eurer Haut. Der Körper ist dann damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen, muss aber gleichzeitig auch noch euren Monsterpickel beseitigen. Also, es kann nicht förderlich sein. Deshalb lasst Alkohol, lasst Zigaretten und natürlich auch Drogen weg, ist sowieso nur schädlich für euren Körper. Lasst sowas weg, damit der Körper sich darauf konzentrieren kann, diesen Monsterpickel zu beseitigen und dann geht das Ganze auch viel schneller. Tipp Nummer 4. Nichts Fettiges essen und gesund ernähren. Heißt, keine Pizza, keine Burger, keine Chips, also nichts Fettiges essen, ja? Stellt euch mal vor, dieses eklige Ding habe ich jetzt hier an der Lippe und dann haue ich mir so einen richtig fettigen Burger rein und richtig viel Pommes. Ist das förderlich? Nein, natürlich nicht. Also Leute, versucht euch gesund zu ernähren, versucht auch Lebensmittel zu euch zu nehmen, die viel Vitamin C und viel Vitamin B in sich haben. Und gerade Vitamin C fördert gesunde Haut und fördert auch das, dass du schneller deinen Pickel los wirst. Also achte darauf, dass du dich gesund ernährst generell und gerade dann, wenn du so einen fetten Monsterpickel zum Beispiel an der Lippe hast. Tipp Nummer 5, ein Reinigungswaschgel benutzen. Ja Leute, ihr solltet generell regelmäßig euer Gesicht waschen und nutzt dazu am besten ein Reinigungswaschgel für eure Haut. Somit könnt ihr eure Poren reinigen und somit schützt ihr euch nicht nur vor neuen Pickeln, sondern auch die Pickel, die bereits da sind, gehen einfach schneller zurück. Und ihr müsst einfach ausprobieren, welches Waschgel für euch am besten funktioniert. Ich persönlich benutze aktuell zum Beispiel so ein Reinigungsgel von Garnier Hautklar. Das funktioniert für mich und meine Haut ganz gut, aber da müsst ihr einfach echt ein bisschen ausprobieren, weil jede Haut ist natürlich unterschiedlich, jede Haut hat andere Bedürfnisse, aber regelmäßig euer Gesicht waschen ist wirklich notwendig. Tipp Nummer 6, einen Pickelstift oder eine Tinktur verwenden. Ja Leute, seit Ewigkeiten benutze ich so eine Tinktur von meinem Hautarzt, die den Pickel austrocknen lässt, ja. Also ich tupfe das dann immer so ein bisschen ab mit dieser Tinktur, wenn ich so einen riesen Monsterpickel habe und dann trocknet der Pickel langsam, aber sicher aus. Und mittlerweile gibt es auf dem Markt ja auch schon andere diverse ähnliche Produkte, wie zum Beispiel so ein SOS-Pickelstift, die eigentlich die ähnliche Funktion haben. Da müsst ihr auch ausprobieren, was für euch am besten funktioniert. Ihr könnt ja auch mal euren Hautarzt fragen, ob er euch auch so eine Tinktur verschreiben kann, die euren Pickel austrocknet. Also für mich wirklich das A und O. Ich tupfe das dann 1-2 Mal am Tag ab und langsam aber sicher wird der Pickel dann zurückgehen. Wenn die Sonne draußen scheint und ihr die Möglichkeit habt, euch vielleicht für 10, 15 Minuten zu sonnen, ja, dann setzt euch einfach in die Sonne, lasst euren Pickel mal so kurz so 10, 15 Minuten in der Sonne brutzeln und ich schwöre euch, dann geht der Pickel auch umso schneller weg. Zusätzlich habe ich das Gefühl, wenn ich viel Schlaf habe und guten Schlaf habe, dann gehen die Pickel auch noch immer mal schneller weg.
Also es wäre jetzt eigentlich schon Tipp Nummer 7, weil wenn ich wenig Schlaf habe und einen schlechten Schlaf habe, dann habe ich das Gefühl, dass es vielleicht noch schlimmer wird mit dem Pickel. Aber wenn ich einen guten, ausgewogenen und wirklich tiefen Schlaf habe, dann habe ich das Gefühl, dass der Pickel auch nochmal umso schneller weggeht. Ja? Also versucht auch gut zu schlafen, tief zu schlafen und vielleicht auch mal 1-2 Stunden länger zu schlafen, weil dann kann der Körper sich regenerieren und dann kann der Pickel möglicherweise auch bei euch etwas schneller weggehen. Was für mich natürlich funktioniert, heißt nicht gleichzeitig, dass es auch für dich funktioniert, weil, wie eben schon gesagt, jeder hat eine unterschiedliche Haut, jeder Körper reagiert anders. Aber das waren meine Top-Tipps, wenn du so einen riesen Oschi wie ich hier habe. Ja? Kommen wir zum heutigen Shootout. Grüße gehen raus an die 4C der Gesamtschule Stadtturm. Vielen Dank für euren Support hier auf YouTube. Und wenn ihr oder du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, ja, dann einfach Hashtag Shootout in die Kommentare rein oder schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Link bzw. Nummer findest du in der Infobox. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der jemanden kennt, ja, der vielleicht gerade einen fetten Pickel im Gesicht hat oder sonst wo, ja, dann teile gerne das Video mit denen. Vielleicht kann ich ihm mit meinem Video ein bisschen helfen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Macht's gut, bis dahin, peace out.